In diesem Video erfährst du, wie du bestenfalls einen Schnappfinger beseitigst. Dazu schau dir ruhig nochmal das Video aus der letzten Woche an. Den Link findest du unterhalb dieses Videos hier, wo ich dir über die Ursache berichte, was tatsächlich einen Schnappfinger dann auch auslöst. Heute geht es um die Befreiung eines Schnappfingers. Und zusammenfassend habe ich ja gesagt, wir arbeiten überwiegend in die Verkürzung des Muskels. Das heißt, wir arbeiten im Alltag sehr häufig in die Beugung der Finger, ne, durch einfach diese ganzen Greifbewegungen, die im Alltag stattfinden. Und es fehlt tatsächlich dann die entsprechende Befreiung, weil wir doch sehr selten bis gar nicht in solchen Positionen unterwegs sind, über Tag und schon gar nicht in der Nacht. Dementsprechend wird es einfach wichtig sein, diese verkürzte Sehne samt Muskel nach und nach zu befreien. Es ist völlig simpel. Du greifst an den entsprechenden Finger. Je weiter du greifst, umso länger der Hebel, deswegen brauchst du da auch viel weniger Kraft, das würde ich dir empfehlen. Du greifst einfach mit dem Finger der freien Hand, ich habe jetzt hier den Zeigefinger, an den betroffenen Finger der entsprechenden, bei mir ist jetzt die rechte Hand. Du kannst mit dem Daumen dann einfach hier unten nochmal am Gelenk, an dem ersten Gelenk des Fingers unterstützend arbeiten und versuchst ihn wirklich in eine Dehnposition zu bringen, die 2 Minuten optimal zu ertragen ist. Das heißt, es darf spürbar sein, sollte aber erträglich bleiben. So, und wenn du vielleicht da oben bist, weil es nicht weitergeht, dann fängst du natürlich da an. Also es ist immer entscheidend, dass der Reiz gut spürbar, aber wirklich für 2 Minuten und darum geht es, gut auszuhalten ist. Und ich nehme jetzt mal die Zeit, also ihr könnt euch schon entsprechend positionieren. Ich schaue auf die Uhr und wir starten jetzt die 2 Minuten. So, und wenn innerhalb dieser 2 Minuten unter Umständen der Muskel schon nachlässt, du einfach spürst, es wird erträglicher, dann hast du immer die Möglichkeit, wieder ein bisschen nachzuziehen. Wenn du aber das Gefühl hast, innerhalb der 2 Minuten, es wird eher stärker, dann bist du definitiv zu weit und dann würdest du eher auf eine gereizte Struktur noch einen belastenden Reiz hinzufügen. Das wäre kontraproduktiv, davon würde ich dir definitiv abraten. Genau. Und das kann ich auch immer noch mal zusammenfassend sagen. Also grundsätzlich gilt immer, du solltest dich unmittelbar nach der Übung, so schwer es vielleicht erstmal ist, aus der Position rauszukommen, ne, nach 2, 3 Minuten im Anschluss, wenn du es ein bisschen frei bewegt hast, immer leichter und freier fühlen. Und dann hast du eigentlich oder eigentlich mit großer Sicherheit, den perfekten Reiz gesetzt. So, wir haben schon über 1 Minute. Entscheidend ist auch, dass du den betroffenen Finger wirklich locker lässt. Arbeiten soll nur die andere Hand, bei mir jetzt die linke. Und es kann durchaus sein, dass am nächsten Morgen der Schnappfinger wieder da ist. Das ist völlig in Ordnung. Mach es bitte am nächsten Morgen wieder. Denn irgendwann, das kann ein paar Tage oder auch Wochen dauern, sollte er eben immer seltener schnacken. Nicht von so langer Dauer, dann auch wirklich hängen bleiben. Und dann ist es schon sinnvoll, dass wenn er wieder komplett frei ist, du zumindest so 3-mal die Woche die Übung weiterhin beibehältst, um den Zustand dann auch zu halten. Weil sonst geht es ja irgendwann wieder los. Die Belastungen bleiben ja die gleichen in deinem Alltag. Deswegen macht es schon Sinn, das wirklich dann auch kontinuierlich beizubehalten. Vor allen Dingen bei der ganzen Schreibtischarbeit. Da ist dieser Muskel auch sehr aktiv. Oh, wir sind fertig. Dann geh bitte langsam raus. Erstmal kann es ein bisschen beschwerlich sein. Dann schüttelst du ein bisschen aus, bewegst locker und frei und über die Regelmäßigkeit sollte sich das dann nach und nach auch wieder lösen. Wenn du da genauere oder intensive Unterstützung brauchst, dann nutzt gerne den Schmerzfinder. Ansonsten schau dir auch gerne mal mein Webinar an. Den Link findest du unterhalb des Videos und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Eine gute Zeit, bis dahin, dein Dennis. Ciao.